Ja, und Tennis in Corona ist auch ein Drahtseilakt. Da müssen auch die Tennisspieler sich Alternativen überlegen, denn auch die Tennis-Bundesliga fällt der Corona-Krise zum Opfer. Die höchste deutsche Spielklasse ist nämlich auch vom DTB, vom Deutschen Tennisbund, abgesagt. Zwischen Juli und August hätten 35 der Top 100 Tennisprofis der Welt in der Bundesliga aufschlagen sollen. Für alle Bundesliga-Vereine ist jetzt die Absage natürlich ein harter Schlag. Auch und gerade für Titelverteidiger Grün-Weiß Mannheim, die den Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem als Anführer ins Meisterschaftsrennen eigentlich geschickt hätten. Für alle Zuschauer, die bereits Tickets für die Saison gekauft haben, gilt: bereits erworbene Tickets für die Heimspiele in diesem Jahr werden über die Geschäftsstelle des Clubs für 2021 gutgeschrieben oder auch auf Wunsch zurückerstattet. Und Marcel Schreiner hat heute mit dem Teamchef von Grün-Weiß Mannheim, mit Gerald Marzenell, gesprochen. Gerald, wir kennen uns schon eine ganze Weile, sind deswegen beim Du, aber dass eine Saison komplett ausfällt, weil sie abgesagt wurde, das hatten wir jetzt so auch noch nicht. Wie habt ihr es denn aufgenommen? Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ging halt von jetzt auf nachher, wirklich in kürzester Zeit, und das ist schon ganz schön bitter. Also für die Menschen, für die Gesundheit, dann aber natürlich auch für alle Sportvereine. Also da hat es einem wirklich von heute auf morgen den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt ist die Planung wieder hinfällig. Wie haben die Spieler denn auch aufgenommen, dass dieses Jahr kein Bundesliga-Tennis in Mannheim stattfinden wird? Unsere Kaderplanung war ja schon lange fertig. Der Meldeschluss war ja auch schon. Und wir machen das immer ja zum Herbst und zum Winter hin. Und sind natürlich auch schon mit vielen Dingen in der Organisation ja weit voran gewesen. Denn das macht man ja eigentlich schon, im September geht die Planung fürs nächste Jahr schon wieder los. Und auch mit den Vorbereitungen. Und das ist hart. Das ist vor allen Dingen für die Spieler jetzt hart. Denn die haben im Moment gar keine Chance, ja ihren Beruf auszuüben. Ich sag mal, die besten Spieler im Kader oder auch in der Welt, die können damit überleben, weil die auch ein paar Rücklagen haben. Aber die Spieler, die jetzt nicht unter den Top 100 der Weltrangliste stehen, für die ist es schwer. Und bei uns in der Mannschaft war unglaubliche Reaktion, muss ich sagen. Also alle Spieler haben sich gemeldet. Und ich habe mit allen entweder gesimst oder telefoniert oder per E-Mail geschrieben. Und ja, die haben alle gesagt, wir müssen weitermachen, wir müssen durchhalten, und es wird auch wieder bessere Tage geben, und wir müssen einfach weitermachen, um nächstes Jahr auch in Mannheim nochmal Bundesliga spielen zu können. Wir haben es eben schon kurz thematisiert. Für die Spieler ist das natürlich finanziell hart, aber auch für einen Verein ist es sicherlich nicht einfach. Zuschauernamen und andere Dinge fallen weg. Wie geht man denn damit aktuell um? Ja, das ist in der Tat so natürlich. Wir haben keine Spieltage, wir haben keine Zuschauereinnahmen. Auch unsere Partner, unsere Sponsoren, die sind nicht in der Verpflichtung, uns natürlich jetzt was zu bezahlen. Weil die Grundlage ist ja weggefallen. Ne? Die Spieltage, das ist ja das, für was wir das machen. Für die Zuschauer, für die Partner, für die Fans. Und ich hoffe jetzt halt, dass das wirklich, dass wir da durchkommen. Und was toll war, ich habe eine super Rückmeldung bekommen von den Spielern, aber auch viele aus dem Umfeld, von unseren Partnern, von unseren Unterstützern, von Clubmitgliedern. Und die haben alle gesagt, wir müssen jetzt dranbleiben, müssen weitermachen. Und dann sieht es hoffentlich in dem Jahr schon wieder besser aus. Aber es ist wirklich in der Tat eine sehr, sehr schwere Situation. Vielen Dank, Gerald. Ja, hoffen wir, dass auch Grün-Weiß Mannheim diese schwere Zeit meistert.